So, hallo ihr Lieben, hallo, ich begrüße dich sehr herzlich in einer weiteren Folge der Küchentischgespräche oder wie es hier im Sommer und in diesem Ambiente als Terrassengespräche wir sind in der 9. Folge, nicht wahr, 9. Episode und wir haben uns ja immer hier Dinge angesehen, die eigentlich so aus menschlicher und gesellschaftspolitischer Reflexion vielleicht einen weiteren Moment bedurften, um hier Klarheit zu verschaffen in unserem Kontakt mit dem Heiligen Geist. Und natürlich wollen wir zu all diesen Themen den Heiligen Geist einladen, um hier durch eine neue Schau tatsächlich herauszukristallisieren, dass alle Aktion, die sich hier behält und die eine gute und eine böse Welt sozusagen gestaltet oder wirklich hält, wirklich durch eine Schau verändert wird, die alle Gegensätze zusammenbringt und in dem Sinne keine Position mehr einnimmt und nicht eine Meinung ist, die als gegenteilige Meinung von etwas einer anderen Meinung steht, sondern wirklich für die Wahrheit aufsteht. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass wir erkennen, wer wir sind, dass wir erkennen, dass nichts vom Traum oder nichts von diesen Handhabungen im Traum eine Bedeutung haben oder für uns noch eine Herausforderung bringen oder uns etwas anbieten, um uns hineinzustürzen in Kontroversen, in Konflikte und das, was wir halt immer so in jeder Episode angeführt haben mit Beispielen. Und ich möchte heute darauf eingehen, wie ich in meiner persönlichen Kommunikation darauf hingewiesen und hingeführt wurde, auf Schuldprojektion, auf das, was im Kurs Jesus als das Festhalten des Selbstkonzeptes bezeichnet. Und ich werde hier mit dir ein paar Abschnitte teilen aus diesem 5. Abschnitt des Kapitel 31, in dem es um das Selbstkonzept in der Gegenüberstellung mit dem wahren Selbst gegeben ist. Und ich weiß nicht, es ist der 5. Abschnitt in diesem letzten Kapitel des Textbuches und ich habe ihn so oft angesehen oder so oft mir durchgelesen und gelehrt. Trotzdem finde ich, werde ich auf neue, grundlegende Erkenntnisse hingewiesen und hingeführt, die ich in dem Sinne hier wirklich anwenden kann, wie wir sie in unseren täglichen Gegebenheiten ganz besonders mit diesem Thema von etwas zu sehen und wahrzunehmen, was nicht in Ordnung ist oder was daneben ist oder eben das, was zu Sünde geworden ist, was wir gerade über 10 Tage als die Antwort von Jesus auf die Frage, was ist Sünde, vernommen haben, studiert haben, angewandt haben, aber in Wirklichkeit haben wir die Gelegenheit, in Erkenntnis zu bringen, dass es keine Sünde gibt. Und wenn es Sünde gibt, dann liegt der Fehler in unserem eigenen Geist, dass wir hier Ideen aufeinander projiziert haben, die den Angriffsgedanken nicht bereinigt, nicht transformiert hat, sondern sogar bestärkt hat, in dem, dass der Finger auf, als ob es da eine Quelle geben würde außerhalb von uns selbst und dass dieses Fingerzeigen oder Aufzeigen der Schuld oder eines Schuldigen ja in Wirklichkeit nur ein Versuch ist, selbst zu entkommen oder sich selbst zu verstecken mit der Verantwortung und zu sehen, dass wir tatsächlich die Ursache sind von allem, was wir sehen und dass wir verantwortlich sind darüber, was wir sehen. Weil sonst würden wir es nicht sehen. So, wir sehen Dinge, weil sie uns eine Gelegenheit bieten, hier die Heilung unseres eigenen Geistes in der Erscheinung oder auch in der Feststellung, dass wir tatsächlich unseren Geist über die Bedeutungen dieser Wahrnehmungen gewillt sind zu verändern. Und dass wir das nicht in einer Ernsthaftigkeit machen müssen, sondern tatsächlich in einer Leichtigkeit, in einer Idee des Wiedererinnerns, des einfach noch einen letzten Blick darauf werfen mit Christus, mit dem Heiligen Geist
und dann gemeinsam einstimmen in dem Lied, davon habe ich keinen Nutzen mehr, aber ich bin bereit, alles, was ich sehe, in meinem eigenen Geist der Läuterung zu übergeben und nicht mehr länger gegen mich selbst zu halten, was sie in erster Linie geheißen hat, gegen meinen Bruder zu halten. Und so spricht er in diesem fünften Abschnitt von Kapitel 31 von zwei Formen von Sinn und Zweck, wie das Ego versucht, das Konzept des Selbstes, was dahinter steht, hinter jeder einzelnen dieser Projektionen, dieses Konzept des Selbstes zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Und er geht darauf ein, und das habe ich wieder erstmal so richtig neu gelesen, auf das Gesicht der Unschuld, nicht wahr? Dass versucht wird, hier ein Gesicht der Unschuld zu demonstrieren und zu verteidigen, selbst durch Angriffsgedanken, selbst durch Schuldzuweisungsgedanken. Und geht darauf dann einen Schritt weiter in der Darstellung der zweiten Idee, die ja noch kräftiger ist, weil dann eine klare Zuweisung gemacht wird, dass das, wer ich bin und das, was mit mir geschieht, von dir gemacht wurde, also verursacht wurde, nicht in meinem eigenen Geist. So, das ist mehr oder weniger dann die Darstellung. Ich bin wirklich nur ein Produkt deines Geistes, deiner Projektionen, deiner Gedanken. Und ich selber habe ja überhaupt keine eigenen Gedanken oder brauche keine eigenen Gedanken haben, weil ich bin ja sowieso nur im Licht und im Himmel. Und dafür haben wir Situationen bekommen, wie wir sie entweder, wie ich sie immer wieder anreiße, was Thema ist, ob es jetzt geht es halt um die Wahl oder es geht außenpolitisch um Afghanistan, Diskussion oder wie das gehandhabt werden sollte oder hätte müssen, ob es um Impfung geht, geimpft oder ungeimpft zu sein und die Kontroverse daraus, die letztendliche Trennung innerhalb der gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen Erscheinungsbildes oder ob es insgesamt geht um Gelegenheit, hier Angstgedanken durch diese anscheinend äußere Gefahr von Corona sich genauer anzusehen. All das sind Ideen, die ihre Quelle nicht verlassen haben. So, was ist die Quelle? Die Quelle ist mein Geist, dein Geist. Und sie haben deinen Geist nicht verlassen und deswegen siehst du sie und deswegen sind sie hier, damit wir, du für dich, ich für mich, hier eine vollkommene neue Schau, eine neue Position, eine Perspektive, die neu ist, die sich ausrichtet, mit dem Heiligen Geist die Dinge anzusehen und zu klären und korrigieren zu lassen und nicht mehr länger versucht, sich im Denken des Rechthabens zu verteidigen. So ein Beispiel, was gerade auch immer wieder gesehen wird in der Diskussion von Impfung und als Grund angegeben wird, auch sich nicht impfen zu lassen, ist zum Beispiel die Aussage, dass ja die Messenger-RNA, ja, diese Boten, die Boten-RNS, ja, dass die nicht gesichert wäre, dass es nicht gut genug untersucht wurde und dass es letztendlich die DNS, also die Erbsubstanz, verändern würde. Ne? Das wird als Falschmeldungen in den Medien überall angeführt und jeder kann sich das anhören und die meisten glauben es, aber die, und das ist, warum ich hier einen Punkt machen möchte, weil es für den menschlich getrennten Geist wichtiger ist, einen Finger auf jemanden zu weisen und zu sagen, das solltet ihr nicht machen und da spiele ich nicht mit und hier ist meine Reaktion darauf, weil ihr mehr oder weniger hier keine Gewissheit und keine Sicherheit gebt. So, und der Finger wird dann eben auf die Wissenschaft oder auf die Politiker gewandt. Ne? Anstelle hier wirklich zu sehen, dass alles, was wir sehen, tatsächlich nichts anderes sein kann, als worum wir gebeten haben und was in unserem eigenen Gedanken, in unserem eigenen Machwerk fehlinterpretiert, nach außen projiziert wurde.
So die Einladung des Heiligen Geistes ist, hier nicht mitzugehen mit all diesen Informationen, um sie als eine Festung des wirklich sein Glaubens herzunehmen und sich damit zu rechtfertigen, sondern wirklich in die ganze Richtung zu gehen und sagen, nichts davon hat irgendeine Wirklichkeit, weil nichts meiner Wahrnehmung Wirklichkeit hat. Warum ist das so? Weil ich als der Wahrnehmende, dieses wahrnehmende Ich keine Wirklichkeit hat. Du bist überhaupt nicht wirklich als der, diejenige, die meint, Wahrnehmender zu sein. So, abgesehen davon, dass eine Falschinformation ist und hier werden Dinge aus langer Zeit vorher herangezogen, zum Beispiel, das wissen ja die wenigsten, aber jeder, der sich ein bisschen interessiert, weiß das. Das bedarf keinen großen wissenschaftlichen Geist, sondern das bedarf nur, okay, ich möchte mir hier selbst ein Bild machen und ich bin bereit, hier nicht aus irgendeiner Versprechung oder einer Angst eine Position einzunehmen, sondern ich möchte ich möchte das alles in mir selber finden. Und jeder, der sich da ein bisschen darum kümmert, um diesen Informationsfluss, weiß, dass hier diese Boten-RNS ja überhaupt keine Fähigkeit hätte, die Erbsubstanz, die DNS zu verändern. Du musst dir vorstellen, das ist ja wie eine Kopiermaschine. Das kopiert ja nur Information aus der DNS. Das wäre so, wie wenn du eine winzig kleine Kopiermaschine hättest oder sag einfach mal einen ganz kleinen Fotoapparat, der ein Bild macht, der sozusagen ein Bild kopiert und das Objekt, was kopiert wird, würde dadurch verändert werden. Und das ist natürlich gar nicht möglich, weil es ist ja nur eine Leinwand, die ein Bild aufnimmt und als eine Information sozusagen dann als Messenger-RNS gespeichert ist. Und das wird ja in dem Sinne verändert, um eine Immunität herbeizuführen und geht raus in das Zellplasma und beginnt, Proteine zu produzieren, die die Immunität stimulieren. Ja? So eine Kamera hat noch nie das Bild, das du fotografiert hast, verändert und hat nicht diese Fähigkeit dazu. Und so hat auch diese Messenger-RNS nicht die Fähigkeit, die Erbsubstanz zu verändern. So nur, um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, was hier herangezogen wird, um hier Falschmeldungen oder falsche Informationen herzunehmen, damit man als Geist, als Individuum sich berufen fühlt, gerechtfertigt fühlt, den Finger auf jene zu zeigen, die in Wirklichkeit die sind, die professionell unterwegs sind und die eigentlich voll und ganz unser Vertrauen genießen sollten. Und so werden eigentlich Verschwörungstheoretiker oder Leute, die aus welchen Gründen heraus auch immer diese halluzinierten Falschinformationen kommunizieren oder auf die Netzwerke stellen, denen wird Vertrauen geschenkt. Aber jemand, der 30 Jahre daran Wissenschaft betreibt, der wird angezweifelt und dem wird eigentlich vorgeworfen, dass er ein Verräter wäre und sozusagen nichts anderes möchte, als deine Existenz zu vernichten. Und wenn du da weiter ein bisschen das verfolgst, ne? So, die Wissenschaft hat bereits in 1970 begonnen, mit Messenger-RNS Wissenschaft zu betreiben und das hat am Anfang gar nicht gut funktioniert, da hat es sehr viele Nebenwirkungen gegeben, aber es hat einen Durchbruch gegeben und dieser Durchbruch war 2005, 2006, also vor 15 Jahren. Und es war eine Wissenschaftlerin, die ist nach wie vor tätig, aus Ungarn, aber die ist natürlich auf aller Welt bekannt, weil es ihr gelungen ist, diese Nebenwirkungen zu beseitigen. Und nun, was jetzt passiert in diesen letzten Jahren, natürlich die Wissenschaft ist immer vorangetrieben worden, man hat sich fokussiert auf neurodegenerative Erkrankungen, vor allem auf Krebserkrankungen.
Und jetzt wurde durch Covid auf einmal, weil man es auch hier mitnimmt, um Impfstoffe zu erzeugen, ist das zu einem roten Tuch geworden oder hat die Verräterrolle bekommen, zugestimmt bekommen. Und was wir eigentlich verstehen sollten, ist, dass hier wirklich nichts Neues passiert. Die Impfstoffherstellung, auch wenn sie durchaus ein normaler Impfstoff wird, normal, bis er wirklich als sicher eingestuft wird, 10 Jahre untersucht und werden Data hergenommen und verglichen. Natürlich hat man jetzt mit Covid nicht 10 Jahre Zeit dazu, ne? Das ist ja sowieso lächerlich. Andererseits ist es, glaube ich, für uns, die mit dem Kurs in Wundern unterwegs sind, ausgesprochen wichtig, wirklich einen guten Blick darauf zu werfen, worauf sich ja diese Ängste beziehen. Weil sie beziehen sich ja letztendlich auf die Existenz des Körperseins und dass jetzt eine Impfung einem etwas antun oder diese Existenz bedrohen würde. Anstelle da wirklich in der Gelassenheit einfach auch zu sehen, ich habe hier eine Verantwortung als Teil meines Traumes, den ich selber gemacht habe, indem ich mich sehe als Teil der Gesellschaft und dass ich eigentlich niemanden irgendeinen Schaden zufügen möchte und in dem Sinne hier absolut kein Problem habe, mitzugehen mit dem, was in der Welt als Heilmittel angeboten wird. Natürlich im klaren Verständnis und der Erkenntnis, dass es nichts mit Heilung zu tun hat, weil Heilung nur in der Ausrichtung und Korrektur der geistigen Sichtweise auf der Ebene des Gedankens stattfindet. Aber es bedarf hier keine Reaktion. Wir kämpfen, wenn das so der Fall ist, wirklich nur gegen die Windmühlen unserer eigenen Konzepte, des eigenen Selbstkonzeptes. Und so wird meistens aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Und darin sind wir ja alle Meister gewesen über lange, lange Zeit. Und ich glaube, das ist gut, sich hier wirklich mal anzusehen. Und anzusehen, dass hier eine Idee, die hergenommen wird in der Schuldzuweisung, wirklich hier den Aspekt der Sünde festigt und diesen Aspekt der Sünde projiziert auf den Nächsten. Und damit ist natürlich die Trennung gefestigt. Und natürlich können die Anti-Vakzin, also die Impfgegner sagen, ja, das machen ja alles die anderen und die beginnen damit. Aber ich werde da immer den Hinweis geben, hier, wir schauen auf uns selbst, wir blicken auf unseren eigenen Geist, wir machen einen guten Blick darauf, auf diese Verantwortlichkeit, was wir in der Welt sehen, weil es unsere Verantwortung ist, weil wir verantwortlich sind, hinzublicken, und die Ursache nicht irgendwo da draußen oder in jemand anderen zu suchen und uns dabei im Opferdasein suhlen, sondern wirklich aufstehen und diese Verantwortung demonstrieren und somit aufhören, hier einen Schuldigen zu finden außerhalb von uns selbst. Ja? Und natürlich bist du selbst, ich selbst auch nicht schuldig. Ne? Und somit ist dieses Gesicht, Anführungszeichen, der Unschuld gar nicht notwendig, weil wir in Wahrheit sündenlos und unschuldig sind. Aber wie das Ego es verwendet, das dürfen wir für einen Moment lang studieren. Und ich biete dir hier absolut einen Blick an, mit mir dir das anzusehen, was wir aus unserem konzeptionellen Geist gemacht haben, um diese Diskussion aufrechtzuerhalten und letztendlich nur unsere Position zu verteidigen. Und all das nenne ich wie immer ein Spielchen mit unserem Selbstkonzept. Das ist das Spiel, das das Ego mit sich selbst betreibt. Und ich und du, wir sind bereit, hier aufzustehen und zu sagen, da spiele ich nicht mehr mit. Aber weißt du, es ist ein Nicht-Mitspielen in der Denkweise. Und so wie du immer kommentierst, lieber Joachim, ich sehe gerade, ich habe gerade keine Zeit, hier genau das durchzulesen, aber dein Geist ist ein vollkommen vernünftiger Geist. Und ein vernünftiger Geist wird nie etwas kaufen, was illusionär verteidigt wird oder angeboten wird. Na, das gibt uns einen guten Lacher und wir gehen damit in den vernünftigen Geist. Der Vernunftgeist ist, was der Heilige Geist ist. Das ist unser Heilsein.
Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Bruder antreffe, mit dem ich eigentlich hier eine Denkweise teilen kann, die weit, weit jenseits geht von dem, was menschliche Perspektiven sind und diese menschliche Daseinsweise in diesen, hier ist meine Ecke, da ist eure Ecke und jetzt bekriegen wir uns weiter, ein weiteres Leben lang. Ja, ich kann nur sagen, und das ist Jesus, der zu mir spricht und zu uns allen spricht, ist dir das nicht langweilig schon langsam? Ne? Oder mit der Antwort, wie sie in der Einleitung, was ist die Sünde, gegeben wird. Bis wann, heiliger Sohn Gottes, wann wirst du bereit sein, hier diese Art des Aufsplittens deines Geistes sein zu lassen und bereitwillig zu sein, mit ihm zu denken und wirklich nur die Wahrheit als einzig wahr anzuerkennen. Nun, wenn wir da ein bisschen eintauchen in diesen fünften Abschnitt von Kapitel 31, wie ich es eingangs angekündigt habe, und ich will ja diese Terrassengespräche auch nicht zu lang halten, in den nächsten 5 bis 10 Minuten mache ich auch Schluss, so dass das auch so ein bisschen Einschübe sind, ganz einfach, um unser eigenes Denken, unsere eigene Erfahrungsweise anzuregen, weil das ist, was wir brauchen, das ist, was wir uns anbieten wollen, nicht wahr? Nun, als er da von diesem Gesicht der Unschuld spricht, als dieses erste Ziel, was dieses Ego verfolgt, um zu festigen, sagt er natürlich, dass dieser Aspekt, ne, dieser Ego-Aspekt, ein Unschuldsgesicht aufzuziehen oder zu sagen, hey, ich bin ja im Recht und ich bin ja unschuldig und das sind ja alles die anderen. Und hier eine interessante Beschreibung, die er uns gibt. Und die wollen wir wirklich ernst nehmen. Und wenn du magst, kannst du sie wiederholen und wieder dir genau in deiner Zeit anschauen, damit hier mehr Klarheit reinkommt, was damit gemeint ist. Ich mache das halt mal so ganz schnell durch. Er sagt, dass dieser Aspekt kann auch ärgerlich werden. Ne? Natürlich, das ist ja ein Aspekt des Egos und somit ist es Teil des Ärgers. Es kann ärgerlich werden, denn die Welt ist niederträchtig und unfähig, die Liebe und den Schutz bereitzustellen, den die Unschuld verdient. Und so ist dieses Gesicht, oft tränennass angesichts der Ungerechtigkeiten, die die Welt jenen zumisst, die großzügig und gut sein möchten. Da wird natürlich, da teilt man sich schon selber ein. Das ist dann die Kategorie, ich bin doch gut und großzügig. Was tut mir denn da schon wieder diese Welt oder dieser Teil der Welt an? Dieser Aspekt greift nie als erster an. Es ist immer der andere Teil. Doch jeden Tag verüben 100 Kleinigkeiten einen schließlich einen kleinen Anschlag gegen seine Unschuld und fordern ihn zur Reizbarkeit und schließlich zur offenen Beschimpfung und Beleidigung heraus. So, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Ego-Aspekt ausbricht und sich mehr oder weniger an sich selbst rächt. Ne? Daran siehst du schon, wie lächerlich das Ganze ist. Ne? Und das Gesicht der Unschuld, das das Konzept des Selbstes so stolz zur Schau trägt, kann Angriff zur Selbstverteidigung tolerieren. Denn ist es nicht ein wohlbekannter Fakt, dass die Welt wehrloser Unschuld hart mitspielt? Niemand, der ein Bild von sich selbst macht, lässt dieses Gesicht weg, denn er hat es nötig. Die andere Seite möchte er nicht sehen. Doch diese wird vom Lernen der Welt angepeilt, denn hier ist die Wirklichkeit der Welt festgesetzt, um dafür zu sorgen, dass der, und hier hör gut hin, dass der Götze von Dauer ist. Ja, und so geht es weiter und er kommt dann zu diesem zweiten Aspekt und hier hör genau hin, weil dieser zweite Aspekt weist jetzt aus, diese Reflexion, und macht ganz klar, dass hier eine Schuldzuweisung notwendig ist, damit hier eine Selbstrechtfertigung gegeben sein kann. Und er lautet dann, dass dieser Aspekt lehrt und die Lektion ist, ich bin das Ding, das du aus mir gemacht hast. Und ich glaube, das kennen wir alle sehr, sehr gut. Ne? Da kommen wir her, aber zum Glück nichts, da sind wir nicht mehr. Und wir können nur von Glück sprechen, wenn das nicht mehr eine Tendenz ist und wenn wir uns erinnern, dass wir das nicht mehr möchten, dass wir nicht mehr uns selber zu einem Ding machen, das von jemand anderem gemacht wurde. Ne? Dass du als mein Bruder, als mein Nächster aus mir gemacht hast
Und während du mich ansiehst als solches, ne, bist du um dessen Willen, was ich bin, verurteilt. Ne? Und das kann natürlich gar nicht anders sein, ne? Weil es wird dann keine Verantwortung übernommen. Okay, das, ich bin die Ursache, das ist mein Machwerk, das sind meine Gedanken und diese Gedanken sind nicht in Ausrichtung mit dem Heiligen Geist, sind nicht ausgerichtet, sind nicht Gedanken Gottes. Und aus dem Grunde sehe ich eine Welt oder mache einen Bruder zu dem, was er gar nicht ist. Und er ist natürlich schon vollkommen in der Sünde gefasst, eingefasst, eingehalten, eingerahmt. Er sagt dann weiter, dass zu dieser Auffassung dieses Selbstkonzeptes die Welt zustimmend lächelt, und sie doch, weil es verbürgt, dass die Weltenpfade sicher erhalten bleiben und diejenigen, die auf ihnen wandeln, nicht entrinnen werden. Und du kannst da hinzufügen, entrinnen werden was? Natürlich der Idee des Todes, natürlich wird da die hin, das ist worauf das Ego sich fokussiert und alles ausgerichtet hat und investiert, dass du dem zustimmst, dass du tatsächlich nur des Todes geweiht bist und dem nicht entkommen kannst. Da ist natürlich keine Perspektive gegeben, dass du Licht bist, dass du Heiligkeit selbst bist, dass du die Liebe bist, die dich erschaffen hat. Es ist ein ganz großartiges Kapitel, das sehr lange ist und ich nehme hier nur ein paar Auszüge heraus. Und er sagt dann weiter, dass hier die zentrale Lektion ist, die sicherstellt, dass dein Bruder ewiglich, sagt er, ewiglich verurteilt ist. Denn das, was du bist, das wurde nun zu seiner Sünde, ne? Weil du ihm ja die Projektion zuteilst, dass er die Ursache wäre und nicht du. Und so ist dafür Vergebung gar nicht möglich, weil es hat ja nichts mehr dann mit dir zu tun, ja? Und was er tut, spielt keine Rolle mehr, denn dein anklagender Finger zeigt in seinem Ziel unerschütterlich und tödlich auf ihn hin. Und der Finger zeigt zugleich auf dich, doch das wird in den Nebeln unter dem Gesicht der Unschuld noch tiefer versteckt. Das wird nicht anerkannt. Und das ist, was wir erstmal alle in unserer Transformation wieder zu uns zurückbringen dürfen, ja, und ein Danke dafür abgeben können und unseren Geist wirklich ausrichten und hinweisen, okay, ich bin jetzt bereit, dies anders zu sehen und ich bin bereit, mit dem Vernünftigen, mit meinem ganzen Geist, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, damit hier eine Umwandlung, eine Korrektur, eine Auflösung dieser Form der unwürdigen Trennung stattfinden kann. Das ist, was Heilung ist. Im 10. Paragraphen sagt er dann, dass du bist, was dein Bruder aus dir machte. Na, davon haben wir ja gerade gesprochen. Erscheint höchst unwahrscheinlich. Und hätte es auch getan, wer gab dir das Gesicht der Unschuld? Und hier kommen weitere Fragen, die du mit reinnehmen kannst. Ist dies dein Beitrag? Wer ist dann das Du, das es gemacht hat? Und wer wird getäuscht von all deiner Güte und greift sie derart an? Lass uns die Torheit des Konzeptes, dieses Selbstkonzeptes vergessen. Vergessen, das ist die Richtungsweisung, ja? Und nur an dieses Denken. Zwei Teile gibt es in dem, was du selbst zu sein glaubst. Wäre der eine erzeugt von deinem Bruder, wer war dann da, den anderen zu machen? Du siehst, er weist dich hin, dass du lernst, die Verantwortung zu übernehmen über deine Gedanken. Und vor wem muss etwas verborgen bleiben? Wenn die Welt böse wäre, bestünde immer noch keine Notwendigkeit, das zu verstecken, woraus du gemacht bist. Du bist aus Liebe gemacht, du bist aus Licht gemacht, du bist aus Glückseligkeit gemacht, du bist aus Sternenstaub gemacht oder wie immer du es bezeichnen möchtest. Du bist aus Vernunft gemacht, du bist aus der Wahrheit gemacht und so geblieben. Wer ist da, um zu sehen und was außer dem, was angegriffen wird, könnte Abwehr nötig haben. Wow, wunderbar. Und so kommen wir dann über die weiteren Erklärungen, über das Selbstkonzept, das du dadurch dir anschauen kannst, zum Hinweis, wie wir es transformieren am Ende dieses Abschnittes. Und er sagt, fürchte dich nicht, dass sie nicht aufgehoben werden würden oder werden. Die Welt kann keine Bilder von dir lehren, es sei denn,
du willst sie lernen. Weil die Welt ist nur eine Projektion deiner eigenen Denkweise, deines eigenen Geistes. Eine Zeit wird kommen, wenn Bilder allesamt vergangen sind. Du wirst sie nicht mehr sehen, du wirst nur anerkennen, es ist vorbei und vorüber. Und du sehen wirst, dass du nicht weißt, was du bist, dass du nicht weißt, was du bist in einem Selbstkonzept, in einer Selbstbeobachtung, in einer Körperidentität. Und das ist wirklich die Lehre von Jesus Christus und so von jedem vernünftigen Geist. Jeder, der eine Erfahrung der Singularität mit sich bringt, weiß das, erkennt das und kann das teilen mit uns allen, mit der ganzen Welt, mit sich selbst, mit allem seiner selbst. In eben diesen entsiegelten und offenen Geist kehrt die Wahrheit unbehindert und ungebunden zurück. Wo Konzepte des Selbst abgelegt sind, wird die Wahrheit ganz genauso offenbart, wie sie ist. Und wenn jedes Konzept in Zweifel gezogen und in Frage gestellt und klar geworden ist, weil das ist der Hinweis, so beginnen wir. Wir sollen uns erstmal in Frage stellen, uns selbst und natürlich alle unsere Konzepte. Und klar geworden ist, dass es aufgrund von Annahmen gemacht ist. Ich habe falsche Meldungen dazu gesagt, aber es ist ja alles eine falsche Interpretation. Und diese Annahmen, diese Fehldeutungen, die werden nur in unserem eigenen Geist gemacht. In ihr Heiligtum zu treten, Annahmen gemacht ist, die dem Lichte nicht standhalten würden, das können sie nicht. Dann wird die Wahrheit freigelassen. Weil die Illusion und die Falschheit aufgehoben wird, korrigiert wird und in ihr Heiligtum zu treten, rein und frei von Schuld. Und es gibt keine Aussage, die Welt mehr zu hören fürchtet. Und hier ist der Satz und wir teilen den regelmäßig. Und du kannst ihn nachlesen am Ende von Kapitel 31, Abschnitt 5. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin und deshalb erkenne ich nicht, was ich tue, wo ich bin oder wie ich auf die Welt oder auf meinen Bruder, auf meinen Nächsten oder auf mich selbst schauen soll. Und das ist, was Aufhebung von Konzepten, Aufhebung von den Bedeutungen, wie wir allen Dingen, wie wir uns selbst und allen Bedeutung gegeben haben, letztendlich reflektiert wird, mit einem konzeptionellen Nichtwissen. Und dieses konzeptionelle Nichtwissen wird sofort ausgetauscht mit einem ganzen Wissen, mit einem Wissen mit ihm, was Erkenntnis selbst ist. Und so wie Christus, der Heilige Geist, diese Erkenntnis offenbart in jedem, in meinem Geist, in deinem Geist, so können wir diese offenbarende Erkenntnis nun mit allen Ideen, in allen Ideen begegnen und buchstäblich die Falschheit wegscheinen, ne? Durch die Wahrheit, durch die Vernunftmäßigkeit, vernunftmäßig mit dem Heiligen Geist, sage ich dazu. So, in diesem Sinne, in diesem Lernen wird die Erlösung geboren, sagt er. Ich liebe dich, ich werde das bei dem jetzt belassen. Ich glaube, die Verbindung ist sowieso schon ganz schlecht oder schon zusammengebrochen hier. Wie auch immer, danke, dass du hier bist und meinen Segen, meine Ausdehnung meines eigenen Lichtgeistes mit dir, ein Teilen, ein ganzes Teilen, ein ehrliches Teilen, ein wahrhaftes Teilen, indem wir uns nicht als getrennt definieren und weiter projizieren müssen, sondern uns als eins annehmen und erkennen und dieses Einssein als unsere eigene Erfahrung uns selbst geben und annehmen. Danke. Hab einen ganz, ganz wunderbaren Abend, Tag, wo immer du bist, wenn immer du das hörst. Bye, bye.